How's your car running? Papers. I need your pink slip. He's dangerous. Be careful. He'll swap paint if he has to. First, I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Damit, yo Leute! So, jetzt hast du richtig. Zum neuen Projekt hier. Man denkt sich jetzt so, schon wieder Need for Speed Most Wanted. Du hast es doch gespielt. Du hast die PP Edition gespielt. Das ist richtig. Aber. Davon mal ab, dass ich kurz die Audio doch einen Ticken von dem Motor runterschraube. Diesem bisschen laut. Wir schrauben das mal so weit doch runter, ja? Wobei, nee, ich will die Speech oben haben. Dachte ich mir, es ist ja eine neue Mod rausgekommen, die V3, und ja. Aber da werde ich gleich nochmal was genaueres zu sagen, weil das endet hier jetzt gerade, ne? Did you pick the wrong street to run on? This is a nice car. Gauges, shifter, wheel? Is this all for show, or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record down here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention patrol division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles, aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up to provide cover. Next time, you won't be so lucky. Nice pinstripe. Mm-hmm.
Gut, dann fahren wir jetzt mal wirklich mit dem Rennen an, oder? an sich ist es immer noch Need for Speed Most Wanted. Wir spielen nur die Redux V3. Also eine echt große Mod. mit ein paar extra Sachen, die für die Mod gemacht sind, plus ein paar Sachen, die schon in der kompletten Modding-Community nun mal existieren. Und man meckert mich liebend gerne dafür an, dass wir schon wieder Need for Speed Most Wanted spielen. Es wird auch das letzte Mal, denke ich mal, sein. Aber ich habe einfach mega Bock, mit euch zusammen mir die V3 komplett anzuschauen, mit allen Fahrzeugen, neuen Grafiken und blablabla. Weil wir haben viele, viele neue Fahrzeuge, viele neue Tuning-Möglichkeiten. Leider habe ich vergessen, den Start-Cache vorher noch vorzubereiten. Also haben wir den Standard-Cache. Das ist super mit den Fahrzeugen, aber es ist nicht so schlimm. Aber ja, es ist so vieles überarbeitet worden. Die HUDs sind qualitativ hoch. Die Cutscenes sind sogar angepasst. Die Motorsounds, die Engine Sounds selber wohl auch nochmal. Nur habe ich einen kleinen Witz mit drin. Den werdet ihr im Laufe des Projektes merken. Jedenfalls, wenn es nur zu Audiotexten kommt. What did I tell you? Raisin. He shadowed me. I couldn't shake up. Another bolt-on Wonder Boy looking to get smoked. Why don't we save you the grief and peel those parts right now? Bolt-on or not, that ride is hot. Faster than anything here. You obviously don't know your car, sweetheart. I know your ride doesn't have a chance. My 60-footer, quarter mile, whatever you want to throw on the table, smokes anything here, including this pump gas kit car. Well, then where's your punk money then? $5,000. $5,000. Says my boy will smoke this clown. What's your boy have to do with this? I ain't racing this nobody. And I ain't taking orders from some chick who just rolled onto the scene. Yeah. This here is the number 15 guy on the blacklist. You got a lot of rep to earn before you get to run with him. Thanks for the update. Are we doing this or what? I got him. Why don't we make it $10,000. Oh yeah, you want to amp this up? Let's do it right. Yeah, give me the police. We got a couple of guys about to street race down here at the shipyards. You better send the cops right away. Maybe an ambulance too. I never want to see your face again. Ach, Razor, Razor, Razor. Dann kümmern wir uns mal eben um Ball. Gehen wir hier hin. Nein, was ich vorhin mit dem Twist meinte? Ja, mein Spiel ist ist eigentlich ein deutsches Game. Durch die Mods ist aber der Texte, Cutscenes und alles Englisch. Aber die Cop-Audio, SMS-Audios werden alle in Deutsch vorgelesen. Ich weiß nicht, wie ich das noch behoben bekomme.
Aber ja. Es ist wie es ist, nicht? Wir nehmen es einfach so hin. Warum ist ein Bull so schlecht? Ja, egal. Ich bin übrigens mal gespannt, wie YouTube hier auf diese neuen Texturen klarkommt, weil die Texturen sind ja doch sehr weit hoch, ne? Wirklich hoch. Sogar so weit hoch, dass ich teils hier manchmal ein paar Lags oder ein paar Ruckler ins Game bekommen werde. Das weiß ich jetzt schon. Also ich habe manchmal echt niedrigere Auflösungen als sonst. Aber so ist das eben. Was hat der Untergrund denn da ausgespuckt? Mal sehen, wie gut du dich tagsüber schlägst. Ja, was hat der Untergrund denn da ausgespuckt? Jemanden, der, ne, halt jetzt die Stadt Walkport unsicher macht. Netter Rückspiegel, sehe ich übrigens gerade. Das heißt, die Karre hat einen leicht borkenen Rückspiegel. Schön! Dabei achte ich manchmal auf den Rückspiegel, das ist nicht schön. Ich hoffe, das ist bei manchen Karren nicht so. Aber warum sind denn die so schlecht hinten? Hä? Egal. Wird schon einen Grund haben. Zwei Runden haben wir insgesamt. Machen wir das mal. Schade, dass noch nicht die Musik existiert, ne? Mal gucken, wie gut ich übrigens auch fahren kann. Ich meine, ich habe den neuen Controller. Wir haben jetzt nicht mehr diese weirde Handling-Sache in der Pepega Edition, die aber auch darauf extra angesetzt war, das ist mir klar. Ich bin mal gespannt. Boom, Rock, du wurdest besiegt. Besiegt. Gutes Rennen. Dein Stil gefällt mir. Aber bei den Typen musst du aufpassen. Bis dann. Na, du Angeber. Ich find's gut, dass du dich hierher traust. Wirklich. Ich bin nämlich schon ganz scharf auf deinen Wagen. Du weißt doch, dass du deinen Wagen setzen musst, um gegen einen Blacklist-Fahrer anzutreten, oder? Und genau deshalb riskiert das sonst auch keiner. Ich warte auf dich. How's your car running? Paper. I need your pink slip. He's dangerous. Be careful. He'll swap paint if he has to. First, I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Hey, stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Okay. Das kriegen wir hin. Auch wenn wir das Rennen leider nicht gewinnen dürfen. Ich schaue mich, ob es eigentlich eine Mod gibt, die dieses Spiel so bock macht, dass man angeblich die Karre sogar behält. Das wäre so witzig.
so verdammt witzig, wenn diese, wenn so eine Mod existieren würde. So, ja. Wir haben's bald. Wir haben's. Natürlich sind Cops aber auch auf gut. Wir konnten die, glaube ich, auch zuvor schon auf der Map sehen. Ja, das ist auch noch eine Mod. Man kann die Cops jetzt unten auf der Minimap das schon vorher sehen. Das heißt, man kann gut planen, wenn man keinen Bock auf die hat. Das macht es ein bisschen einfacher vielleicht. Ich hoffe nur nicht, dass dieses Spiel diesen Bugs hat wie die PPG Edition, dass ich trotzdem zu den Blacklist-Gegnern fahren muss. Und das ist ja das, was mich am meisten nervt, ne? Ich muss mich echt dran gewöhnen. Mein Problem ist, ich habe die PPG Edition im Kopf, ne? So von wegen. Oder vorhin auch so. Das ist echt so blöd, wenn man die noch im Kopf hat. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich das übrigens gefixt bekomme, die Englisch-Deutsch-Vermischung, wäre cool. Show and no go. She's mine now. And I'm gonna ride her like you never could. Hard and flat out. Hey, Mia. Sweetheart. The winner circle's over here. Cops! 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 Bus stops that way, champ. The UC thought you were the one, but you're mine now. Hey, where's your fancy ride? Who cares? He's not gonna need him where he's going. And they're gonna love you in the big house, baby. Get in. I heard they didn't have enough on you. Guess it's hard to nail you for street racing when you don't have a ride. Razor set you up. He messed with your car. Gets worse. He's number one on the blacklist, and he used your ride to get there. To get back in, you have to become notorious, win races, and build up your bounty. I've hooked you up with a place to lay low in, but first, you gotta get yourself a new ride. Hey, Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Thanks. I owe you one.